Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute mache ich für meine Enkelin, weil die Vegetarier ist, ein Sahnewirsing. Und weil ich habe ein großes Wirsingkohl gehabt und für uns habe ich die Kohlrouladen gemacht. Dafür habe ich auch ein Video, ein älteres Video. Rezept ist Rezept, so ist das auch geblieben. Und aus Restkohl mache ich meistens danach oder ein oder zwei Tage später mache ich Sahnewirsing. Und ich habe jetzt gesehen, dass ich habe noch kein Video, wie ich meinen Sahnewirsing zubereite. Und deswegen habe ich gedacht, habe ich eine Gelegenheit für meine Enkelin zu kochen und gleich Videos machen. Und ich möchte dieses Rezept mit euch teilen, weil es geht wirklich sehr schnell und schmeckt sehr, sehr lecker. Aber wirklich lecker. So sahnig. Naja, durch die Sahne hat man Kalorien. Aber ich verwende hier kein Mehl, kein Stärke. Und dadurch spare ich mir ein bisschen ein paar Kalorien runter. Dazu kann man servieren als Vegetarier. Kartoffeln zum Beispiel. Aber ich esse gerne sowas einfach nur mit frischen Stücken Baguette oder Brötchen. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Auch ohne Beilage. Und wenn ihr Interesse habt, wie ich es zubereite, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß und danach einen guten Appetit. Für Sahnewirsing brauchen wir gar nicht viel Zutaten und dieses Gericht geht wirklich sehr, sehr schnell. Wir brauchen Zwiebeln, in meinem Fall so zwei mittelgroße Zwiebeln, ordentliche Stückchen Butter, Sahne natürlich, ein Becher Sahne habe ich genommen und von den Gewürzen nehme ich Pfeffer, Salz, Muskatnuss. Die, welche das nicht mögen, müssen die nicht nehmen, aber ich finde, zu dem Kohl passt das wunderbar. Und wie ihr kennt mich, mache ich überall ein bisschen von meiner Gemüsebrühe, was wir selber gemacht haben. Muss auch nicht sein, aber gibt etwas bisschen mehr Würze. Was machen wir erstmal? Wir schneiden erstmal den Zwiebel. So, und dann schneide ich in die feineren Streifen, sozusagen wie den Kohl. So, Zwiebel haben wir geschnitten und kann man eigentlich gleich schon anfangen zu braten, den Zwiebel im Butter. Na, weil ich jetzt Video aufnehme, werde ich erstmal auch den Wirsing mir vorbereiten, dass ich euch alles richtig zeigen kann. So, ich schneide erstmal ab die Hälfte, dann nochmal und dann können wir besser den Strunk rausschneiden. Und wenn wir dann jetzt den Kohl schneiden, dann können wir ihn besser ohne Strunk fein schneiden. Als feiner wir schneiden unseren Kohl, als schneller wird er fertig. So, Kohl und Zwiebel haben wir geschnitten und jetzt gehen wir ans Herd und kochen wir unseren Wirsingkohl. So, stellen wir die Pfanne auf den Herd. Und geben wir den Stückchen Butter da rein. Die Butter ist schon geschmolzen, es schäumt. Geben wir die Zwiebel rein. Und die Zwiebel darf nicht schwarz werden. Er soll nur gläserig werden. Geben wir ein bisschen Salz dazu. Dann wird die Zwiebel schneller Wasser lassen. Und wird es schnell gar. Können wir gleich auch Pfeffer reinmachen, weil es ist wirklich ein sehr schnelles Gericht. Der Pfeffer soll ordentlich sein. Der Geschmack von Pfeffer im Kohl gibt seine Wirkung und wird nicht so dieser richtige Kohlgeschmack sehr stark sein. Und was ich noch immer nehme, das ist ein Teelöffelchen von meinem Gemüsebrühepulver, was ich selber herstelle. Und das werden wir wirklich ganz kurz schmoren lassen. Schaut ihr, es fällt schon zusammen durch den Salz, den Zwiebel. Oh, schöne Gerüche kommen von dem Gemüsebrühe. Das liebe ich. Ich glaube, ich bin schon abhängig von diesem Zeug. So, und wenn er schon, merkt man, dass er so gläserig ist, aber noch nicht angebraten, dann können wir schon gleich unsere geschnittenen Wirsing reinmachen. Und
Nun habt ihr keine Angst, dass jetzt die Pfanne so voll ist. Es zählt so stark zusammen wie immer beim Kohl. Aber bei vielen Gemüsen, wenn die dann das Wasser lassen, dann fallen die sehr stark zusammen. Und dass es unten nicht anbrennt, geben wir ganz bisschen Wasser, dass es dass den Kohl schmoren kann. So. Für diesen Moment gebe ich auch Deckel drauf, dass die Kohl schneller zusammenfällt. Und die Hitze von dem Herd mache ich auf mittler. Nicht zu schnell, sonst brennt es dann unten an. Und diesen angebrannten Geschmack brauchen wir jetzt bei Sahnewürzenkohl nicht. So, es sind jetzt 5 Minuten vergangen. Schaut, wie gut es ist zusammengefallen, unser Kohl. Das Wasser ist fast weg. Ganz bisschen, wirklich minimal. Ich habe aber für diese 600 Gramm Kohl noch 100 Milliliter Wasser dazu gegeben. Und jetzt können wir mit dem Muskatnuss würzen, wenn er das mögt. Ich mag auch viel, auch nicht. Aber wenn nur so ein Hauch von dem Muskatnuss ist da, das gefällt mir wirklich. Aber wenn das zu viel ist, das mag ich auch nicht. Jetzt probieren wir, ob wir brauchen noch hier vielleicht Salz oder Pfeffer. Nur mal ein Stückchen. Ja, ein bisschen Salz muss. Pfeffer ist gut, aber Salz. Und geben wir dann auch schon die Sahne. Und ab diesem Moment stellen wir unseren Herd auf voll, dass es richtig stark kocht. Und danach brauchen wir auch nicht andicken, weil wir dann Sahne sozusagen angekocht und wird von alleine etwas dicker. Jetzt lassen wir wirklich nur die Sahne ankochen und unser Gericht ist fertig. Ihr köchelt es so lange, sozusagen nach eurem auch eigenen Geschmack. Ich mag gerne, wenn mal noch ein bisschen knackig, nicht zu matschig gekocht. Deswegen, jeder hat seinen eigenen Geschmack und wird nach seinem eigenen Geschmack das anpassen. Aber auf jeden Fall, es soll jetzt richtig stark kochen und ohne Deckel. So, meine Lieben, wir sind schon wieder mal fertig. Schaut, es sind keine 5 Minuten vergangen. Schaut, wie schon unsere Sahne angekocht. Und die ist richtig schön, so dickflüssig. Und wir brauchen kein Mehl, keine Stärke. Da können wir hier ein bisschen unsere Kalorien einsparen. So machen wir den Herd aus und können wir servieren. Wenn ihr mögt, kann man auch oben drauf Kräuter bestreuen. Alles nach eurem eigenen Geschmack. So, aber jetzt können wir es servieren. So, meine Lieben, schaut, wir haben kaum hier Wasser, richtig schön cremig. Der Kohl wird richtig schön saftig. So, und dazu serviere ich auch noch Salzkartoffeln als Vegetarier. Wenn er Fleisch isst, kann man alle Fleischgerichte dazu geben. Ob das macht mal hier Schnitzel oder macht eine Gänsekeule oder Hühnerkeule. Dazu kann man auch reichen die Klöße. Eigentlich Fantasie ist unbegrenzt. Es schmeckt auch einfach nur Kohl und vielleicht ein Stückchen Baguette oder frische Brötchen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Es geht wirklich in Minutentakt und schmeckt wunderbar lecker. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare. Wie hat es euch geschmeckt? Für einen Daumen hoch. Vielen, vielen Dank und wenn ihr meinen Kanal weiterteilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute, bleiben Sie gesund in diesem kalten Herbst und bis zum nächsten Mal. Tschüss!